Hallo zusammen. Heute geht es um die Sicherheit im Chemiesaal. Dazu habe ich euch eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich euch nun zeigen möchte und die wichtigsten Sachen mit euch besprechen möchte. Wir beginnen mit den Piktogrammen oder den Gefahrensymbolen. Das erste Piktogramm sehen wir, ist ein Feuer und genau das bedeutet es auch, hochentzündlich oder sehr leicht entzündlich. Wir sollten hier Zündquellen und Wärme vermeiden, ein Löschmittel bereit haben und eine Schutzbrille immer tragen. Wir finden dieses Symbol vor allem auf Deos, Haarsprays, Feuerzeuggas oder anderen Sachen, die sehr leicht entzündlich sind. Das nächste Symbol ist ein brennendes O. Dieses O steht für Sauerstoff und es bedeutet so viel wie brandfördernd. Stoffe, die brandfördernd sind, sind an sich nicht brennbar, aber sie unterstützen einen Brand und können einen Brand verstärken. Deshalb sollten wir hier das Ganze nicht mit brennbarem Material zusammenbringen, immer ein Löschmittel oder ein Löschmaterial dabei haben und eine Schutzbrille aufhaben. Und wir finden dieses Symbol hauptsächlich bei reinem Sauerstoff. Das nächste Symbol ist eine Kugel, die explodiert und genau auch das bedeutet es. Dieser Stoff ist explosiv. Hier sollten wir die Umgebungswärme beachten, denn schon durch erhöhte Temperatur könnte dieser Stoff eventuell explodieren. Wir sollten eine Schutzbrille aufsetzen und auf gar keinen Fall Feuer in der Nähe machen. Ihr kennt dieses Symbol bestimmt alle von Böllern und Raketen an Silvester. Das nächste Symbol ist ein Ausrufezeichen. Dieses Ausrufezeichen bedeutet Vorsicht, gefährlich. Dieses Symbol ist das häufigste Symbol. Das finden wir auf ganz vielen Sachen, auch im Alltag. Wir sollten mit diesem Stoff jedoch vorsichtig arbeiten. Als Beispiel finden wir das ganz oft auf Putzmittel, Spülmittel oder anderen Mittel, die wir ganz oft im Haushalt verwenden. Das nächste Symbol ist ein abgestorbener toter Baum und ein toter Fisch. Und es geht hier um die Umwelt. Und zwar darum, dass wir Gewässer und Umwelt damit gefährden können. Dieser Stoff darf auf gar keinen Fall in den Abfluss oder Hausmüll gegeben werden. Denn er ist für unsere Umwelt sehr, sehr schädlich und kann sowohl Wasser wie auch Pflanzen töten. Ein Beispiel hierfür ist Benzin. Das nächste Symbol haben wir hier eine Gasflasche abgebildet und dafür steht dieses Symbol auch. Es bedeutet so viel wie Gas unter Druck. So eine Gasflasche steht unter sehr, sehr hohem Druck und darf auf gar keinen Fall umfallen, denn wenn hier der Deckel abgeschlagen wird, dann fliegt die wie eine Rakete unkontrolliert durch den Raum und ist sehr gefährlich. Ein Beispiel dafür ist bei Heliumflaschen oder auch Feuerzeuggas. Das nächste Symbol, hier sehen wir eine Tischplatte und eine Hand und zwei Reagenzgläser. Auf die Tischplatte und Hand wird etwas draufgeschüttet und wir sehen, da passiert etwas. Und zwar ätzt es hier ein Loch hinein. Ätzend bedeutet, dass dieser Stoff sowohl durch Haut wie auch durch Kleidung oder Holzsachen oder auch Beton Löcher reinätzen kann, also reinfressen kann. Hier ist wichtig, dass wir Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille tragen. Ein Beispiel dafür sind Putzmittel oder Rohrreiniger. Das nächste Piktogramm, hier sehen wir einen Menschen mit einem weißen Stern in der Mitte. Das soll jetzt kein Stern darstellen, sondern das ist ein Gefahrensymbol, das soll eine Gefahr darstellen. Und zwar ist dieser Stoff gesundheitsschädlich. Das heißt, dieser Stoff ist nicht gut für uns. Wir sollten ihn auf gar keinen Fall essen und trinken
denn er kann krebserregend oder ähnliches sein. Es muss nicht unbedingt Krebs sein, es kann auch andere Krankheiten hervorrufen, wie Asthma oder andere Sachen. Das ist einfach gefährlich und wir wollen uns ja nicht selber schädigen. Beispiel dafür aber ist auch Feuerzeugbenzin. Also dies auf keinen Fall trinken. Und das letzte Piktogramm, der Totenkopf. Der Totenkopf steht im Üblichen für Tod oder für Gift und genau das ist hier auch. Es heißt hochgiftig oder sehr giftig. Diesen Stoff auf gar keinen Fall schlucken oder einatmen. Auch hier keinen Hautkontakt, denn dieser Stoff könnte tödlich sein. Es gibt Putzmittel, bei denen das so ist, aber das sind Profi-Putzmittel, da kommen wir als normaler Mensch fast nicht dran. Nun möchte ich mit euch noch das Verhalten im Chemieraum bzw. beim Experimentieren besprechen. Hier habt ihr ein Suchbild und ihr könnt jetzt mal gerne auf Pause drücken und mal schauen, ob ihr alle Fehler, die hier irgendein Schüler macht, entdecken könnt. Ich löse nun die wichtigsten Sachen auf. Ihr seht hier, viele tragen einen Laborkittel. Das ist im Normalfall bei uns im Unterricht nicht nötig, da wir nicht mit so gefährlichen Sachen arbeiten. Aber ein paar Sicherheitsregeln sind trotzdem wichtig. Nummer 1. Wir sehen es hier in der Mitte. Essen und Trinken im Chemiesaal ist absolut verboten. Nummer 2. Das Mädchen hier rechts trägt keine Schutzbrille. Egal, ob ich selber oder andere um mich herum experimentieren, die Schutzbrille wird immer getragen. Sie liegt nicht auf dem Tisch, sie sitzt nicht auf dem Kopf, sondern sie sitzt immer auf der Nase. Das gilt auch für Brillenträger. Auch diese haben immer eine Brille zu tragen. Der nächste Punkt, dieses Mädchen hier vorne links hat die Haare nicht zusammengebunden. Beim Experimentieren immer die Haare zusammenbinden. Am besten zu einem Dutt, ein Zopf geht aber auch. Auf dem Boden steht eine Schultasche. Auch das ist gefährlich, denn ich könnte mit meinen Chemikalien hängen bleiben und stolpern und dann hat irgendjemand eventuell Säure im Gesicht oder auf den Klamotten. Das möchten wir nicht, deswegen den Boden immer freiräumen. Direkt nebendran sind Glasscherben. Auch das, es kann immer mal wieder passieren, dass etwas kaputt geht. Das ist kein Problem. Bitte mir Bescheid geben, dann können wir das fachgerecht entsorgen, denn die Stoffe, das Glas kann immer noch mit verschiedenen Stoffen verunreinigt sein. Deswegen das nicht in den Hausmüll, sondern in einen separaten Müll. Apropos Müll. Ich habe vorhin gesagt, es gibt Stoffe, die sehr gefährdend sind für unsere Umwelt. Allgemein gilt, es wird nichts in den Abfall oder in den Abfluss geworfen, außer es wird von der Lehrperson ausdrücklich erlaubt. Der nächste Punkt, wir sehen hier vorne auf der rechten Seite einen Gasbrenner und Chemikalien und Sachen rumliegen, mit denen aber nicht gearbeitet wird. Wenn wir an einem Platz nicht mehr arbeiten, dann räumen wir diesen Platz auf. Der Gasbrenner wird nicht laufen gelassen, sondern wenn ich nicht mehr mit dem Gasbrenner arbeite, wird dieser ausgeschaltet und der Platz bitte auch immer aufgeräumt. Der Junge im grünen Pulli richtet sein Reagenzglas, mit dem er experimentiert, vorbildlich mit der Schutzbrille, aber auf seinen nebenstehenden Mann, auf seinen nebenstehenden Nachbarn. Das ist sehr gefährlich, denn es kann heißes und sei es nur heißes Wasser, das über 100 Grad heiß ist und kocht, in das Gesicht eines anderen spritzen und zu sehr starken Verbrennungen führen. Deswegen experimentieren wir immer so, dass wir keinen anderen treffen können. Wenn das nicht möglich ist, dann sagen wir etwas zu der Person und sagen, bitte geh auf die Seite oder schauen, dass wir irgendwo einen anderen Platz finden. Das ist sehr wichtig, damit keine Unfälle passieren. Nun das Mädchen hier hinten links. Sie hat vorbildlich die Haare zusammen, sie hat eine Schutzbrille auf, aber sie riecht mit der Nase direkt am Reagenzglas. Das sollte man nicht machen. Man weiß nicht, was für ein Stoff drin ist. Es könnte sehr eklig riechen. Deswegen fächelt man sich die aufsteigenden Dämpfe mit der Hand zu. Das könnt ihr bei dem Jungen links davon sehr gut erkennen.
So macht man das im Normalfall. So, das war nun das Suchbild. Ich hoffe, ihr habt alle Fehler gefunden. Nun erwähne ich noch die wichtigsten Experimentalregeln und dann sind wir auch schon fertig. Essen und Trinken ist verboten. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt und das ist auch sehr wichtig. Im Chemiesaal wird weder gegessen noch getrunken. Schals und Jacken bitte ausziehen. Vor allem im Winter dicke Jacken ausziehen. Sie schränken eure Bewegungsfreiheit an. Es ist warm genug bei uns im Chemiesaal. Und die Schals können sehr leicht anfangen mit brennen, wenn sie in den Gasbrenner gelangen könnten. Oder sie fallen versehentlich in einen anderen Stoff rein und werden dann dreckig, verfärben sich oder kommen sogar in eine ätzende Flüssigkeit hinein. Bändel wegstecken. Damit sind Bändel an einem Pulli gemeint. An einem Hoodie oder Pulli sind oft Bändel dran. Bitte knotet sie zusammen und macht sie in die Innenseite rein von eurer Jacke. Auch da ist die Gefahr immer, dass wir irgendwie in den Gasbrenner kommen und auf einmal ein brennendes Stück Stoff bei uns vor dem Gesicht haben. Haare zusammenbinden. Dasselbe auch hier. Bitte nicht nur die Mädchen, sondern auch die Jungs mit langen Haaren. Macht euch einen Zopf oder einen Dutt, damit die Haare nicht in den Gasbrenner gelangen können. Die Haare nur in den Pulli oder in die Jacke zu stecken oder in das T-Shirt zählen nicht. Denn es können immer noch die Haare rauskommen und in den Gasbrenner gelangen. Das riecht nicht nur eklig, sondern sieht nachher auch noch blöde aus, wenn ein Großteil der Haare weg ist, denn so ein Gasbrenner wird bis zu 1500 Grad heiß. Schutzbrille tragen. Dies wiederhole ich mehrmals. Schutzbrille ist extrem wichtig. Ich sehe niemanden ohne Schutzbrille experimentieren. Die Schutzbrille bleibt auch auf, auch wenn ich selber fertig bin oder der Tisch neben mir. Solange noch einer meiner Mitschüler experimentiert, hat man immer eine Schutzbrille auf. Beim Experimentieren stehen wir, damit, falls uns etwas umfällt, wir einfach schnell zurückweichen können und die Stühle schieben wir an den Tisch. Ganz wichtig auch, die Versuchsanleitung zu lesen, das machen wir oft gemeinsam. Wichtig, nicht nur lesen und verstehen, sondern sich auch daran halten. Sonst funktionieren viele der Experimente nicht oder es passieren Sachen, die nicht passieren sollten. Und zum Abschluss, bitte räumt alles, was ihr nicht zum Experimentieren braucht, von den Tischen. Eine Person behält sein Protokollblatt oben und schreibt da die Beobachtung mit. Die anderen schreiben diese Beobachtung nach dem Experiment ab. Die Erklärung könnt ihr dann gemeinsam machen, die werden wir aber auch immer gemeinsam kurz besprechen. Das waren nun die wichtigsten Sachen zum Thema Sicherheit im Chemiesaal. Wenn ihr euch daran haltet, können wir sehr, sehr viel experimentieren, wovon ich ein sehr großer Freund bin. Wenn das aber leider nicht funktionieren sollte, dann können wir leider auch keine Experimente durchführen. Es liegt also auch an euch, wie viel wir experimentieren. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.